Hallo ihr Lieben, ich habe heute ein Bastel-Update-Video für euch und zwar endlich mal wieder mit Fimo-Sachen. Hier seht ihr erstmal ein paar ältere Sachen und zwar habe ich einmal als Kundenauftrag so ein Engel-Armband gemacht, das ich total hübsch finde und vor allem die Farbzusammenstellung von den Perlen finde ich total schön. Dann hier auch ein älterer Auftrag, ein Autoreifen, das war noch vor Weihnachten alles. Und ja, den kann man dann so aufmachen und hier einen Kuchen-USB-Stick und den finde ich wirklich richtig toll. Das war so abgesprochen, dass die Kappe von dem USB-Stick nicht auch mit Fimo quasi nicht bedeckt ist, sondern nur auf der einen Seite und ich finde den Kuchen wirklich richtig schön, auch die Füllung und ich hoffe, ihr könnt es oben erkennen, dass da so ein paar Kokosstreusel draus sind. Dann, das ist auch ein Auftrag, der in der Zwischenzeit entstanden ist und zwar habt ihr ja schon mal gesehen, diese Kette von der Art her und hier. Finde ich wie immer schön. Dann habe ich eine Menge Cupcake-Ohrstecker gemacht, die ich jetzt mal nach und nach einblende. Und ein paar finde ich richtig schön. Ein paar sind eher, so Standard-Cupcakes eigentlich. Sind einfach wahnsinnig viele geworden. Ich weiß auch nicht, dass der in mich gefahren ist, aber irgendwie, dann habe ich noch so Ringe gemacht mit Cupcakes. Zwei Stück, einen für mich und einen für meinen Shop. Und dann habe ich auch noch so Kawaii-Cupcakes gemacht, die finde ich auch mega klasse. Da habe ich auch auf Facebook ein Gewinnspiel und den Kawaii-Cupcake findet ihr auch in meinem Shop. Den finde ich auch am schönsten von allen. Könnt ihr mir auch mal sagen, welchen ihr am schönsten findet. Und dann habe ich auch noch eine Menge 3D-Cupcakes gemacht. Also ich war wirklich im Cupcake-Fieber, kann man sagen. Und die Cupcakes sind übrigens alle selbst gemacht von Hand. Ich habe mir dann selbst eine Mold gemacht. Aber die Basis, auch von den Ohrsteckern, die ist selbst gemacht. Also das ist nicht irgendeine vorgefertigte Mold sozusagen. Und ja, das sind die verschiedenen Cupcakes, die ich gemacht habe. Dann habe ich auch noch mal so kleine Mini-Pandas gemacht und auch noch mal in groß. Das sieht nicht so richtig weiß aus. Das liegt aber daran, dass das Cernit ist und das ist so, so ein bisschen, sieht aus wie Stein. Ich finde den Effekt richtig, richtig cool. Dann habe ich hier noch so eine Ankerkette gemacht. Eigentlich nichts Besonderes, aber ich finde sie einfach mega schön. Dann habe ich hier so eine kleine Katze mit einem Herz. Die finde ich auch total klasse. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Muss ich unbedingt nochmal machen. Dann habe ich nochmal so eine ähnliche Katze, allerdings mit weißen Pfoten und weißem Bauch. Und dann habe ich noch eine Chibi gemacht, die mir leider überhaupt nicht gefällt. Ich weiß auch nicht. Sie hat zwar schon Ansätze, die ich ganz schön finde, aber naja, irgendwie bin ich unzufrieden. Damit bin ich allerdings mega zufrieden. Und zwar habe ich mich versucht an einem Otter. Und den finde ich einfach, der ist mir gut gelungen. Auch der Fisch, den er in der Hand hält, finde ich irgendwie ganz süß. Dann habe ich auch noch so ein Dango gemacht mit so einem Kätzchen oben drauf. Da habe ich einfach bei Google ein Bild gesehen. Und dann habe ich auch noch eine Menge Karten gemacht. Und zwar einmal diese beiden Karten und dann noch so Karten in Umschlägen, die man mit selbstgemachten Umschlägen einfach, die man rausholen kann. Das sind so ein bisschen schlichter, aber einfach nur so kleine Grußkarten, die man dann dazulegen kann. Dafür finde ich das ganz schön. Und dann, das ist dann die letzte Karte, die ich gebastelt habe. Und ja, ein sehr schnelles Video für meine Verhältnisse. Aber das war's. Das war mein Charm-Update Nummer 23. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir sehr gerne mal in den Kommentaren da lassen, welcher Anhänger euch am besten gefallen hat von allen. Was war euer Favorit? Würde mich sehr interessieren. Und ja, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen kreativen Tag und hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!